Hallo, ich heiße Mona und bin Jüdin. Viele meiner Vorfahren sind in Konzentrationslagern umgebracht worden. Wir Juden sind auch ganz normale Menschen, genau wie alle anderen. Leider werden Juden heute immer noch benachteiligt. Hallo, ich bin Anna und ich wurde gemobbt, weil ich Mädchen liebe und keine Jungs. Ich hatte immer Angst, in die Schule zu gehen. Irgendwann habe ich die Schule gewechselt. Hi, mein Name ist Theo. Ich wurde gemobbt, weil ich schwarz bin. Keiner wollte mit mir spielen. Es ging sogar so weit, dass keiner mich anfassen wollte, wegen meiner Haut. Zum zweiten Halbjahr der dritten Klasse bin ich dann auf eine andere Schule gegangen. Dann ging es mir viel besser. Wenn ich erwachsen bin, möchte ich mich gegen Rassismus einsetzen und Leuten, denen dasselbe wie mir passiert ist, helfen. Diskriminierung ist, wenn man wegen seines Aussehens, seines Geschlechts, seiner Sexualität, seines Glaubens oder seiner Herkunft benachteiligt wird. In der deutschen Verfassung steht an erster Stelle, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das bedeutet eben, dass keiner, aus welchen Gründen auch immer, diskriminiert werden darf.